Einen schönen guten Morgen. Tag 2 von unserem karnischen Bike-Trip. Wir sind heute im Fania-Voltri. Viel haben wir noch nicht geschafft, aber dafür ist eine ganz nette Aussicht draußen. Da ist die Altstadt mit der Kirche. Drinken sind wir gestern gekommen, da draußen ist der Pada. Und Wetter hat er heute auch relativ gut angesagt. Schaut zwar noch nicht so aus, aber das kann man jetzt mit der Bevölkerung nicht sagen. Wir haben ein bisschen eine labile Wetterlage über Europa bzw. über die Alpen. Und das kann jetzt echt teilweise dann voll schön werden. Gestern Nachmittag oder schlecht angesagt, war es dann wolkenlos und in der Früh wolkenlos wie bewölkt. Solange es nicht regnet, ist uns das egal. Ja, geht ein Stück auf Asphalt rauf, die ganze Party. Und dann tragen zum Wolaya See. Wolaya See, da war ich als Kind relativ oft, weil meine Mama ist von Kärnten. Und da sind wir wieder raufgefahren, nur von der Kärntner Seite, mehr von der italienischen Seite, über die Staatsgrenze um. Und vom Wolaya See geht es dann wieder ein Trail retour auch. Also, lassen wir es kochen. Wunderschön, sehr ruhig, ja. Ein paar Treter haben wir schon hinter uns. Also die Alten sind echt wie ausgestorben. Sehr, sehr schön. Voll. So, wir sind vor dem letzten Dörfel, Collinetto, glaube ich, heißt es. Ja. Ja. Ihr seht es, es ist richtig, richtig krass verwinkelt da drinnen. Und die haben es total cool gemacht, die ganzen Häuser mit so alten Bildern. Vom Winter mal so oder so Malereien, echt total strange und von der Alpini. Voll viel erklärt und darin herrscht echt Ruhe. Also man trifft zwar ein paar Autos, die was jetzt zum Wandern fahren am Wochenende, aber das war's. Und ja, für uns geht es jetzt da hinten eigentlich durch die Felswand rauf. So der Plan. So. Jetzt ist die Gangwahl fast bestimmt. Ja. Jetzt geht's Richtung Wolaya See. Schauen wir mal, ob wir da vorne können. Und dann geht's uns an den Kragen. Ja, der feine Asphaltschuss hat nicht lange gedauert. Wir haben jetzt die Richtung eingeschlagen. Bis jetzt geht's noch. Aber fordert schon. Warte, war jetzt gerade richtig zum Kämpfen. So, im Uphill findet man da, ich weiß nicht, was das einmal war. Wahrscheinlich eine Wasserfassung einmal, als Kriegszeit. Auf jeden Fall so eine krasse Gumpen geben, also richtig schön, stahlblau. Ja, und da auf geht es für ihn jetzt und der Trail. Euch war auch schon ein Camper, ist ein Flowiger S3 bis S4. Also einfach was zum Cruisen und das ist echt perfekt. Auf das freu ich mich. Man kann ja mal Kraftfahren aufnehmen. Nein. Dass du die Kraft auf die Sache gefahren hast. Ah, euch ist echt lustig. Kannst du was sehen? Ja, weiter sind wir schon gekommen. Schlimmer übrigens dann die Felswand entlang auf, ist sehr interessant. Boah. Aber. Wow, sagt sich das vor uns aber so cool. Man sieht immer mehr. Wow, wunderschön. Gut, wir sind schon beim Tragen. Es ist echt, ist ja nichts mehr mit vorne. Aber ich schau euch diesen geilen Weg an. Perfekt, genau das, Enduro. Ja. Nur noch geil. Weil. Also das Flowige ist schon immer okay, aber ich mag ja mehr, wenn es technisch ist, weil dann ist das Flowige noch geiler. Ja, und das fordert halt richtig sowas. Und das kann nicht lang genug und steil genug sein. Also ich freue mich echt auf die Abfahrt. Vor allem voll die Trickserei. Man muss wahrscheinlich ein paar Stöhen drei, vier Mal probieren, nochmal umspringen und so. Es ist echt eine geile Sache. Sehr cool. Also die Vorfreude auf den Trail steigt. Ja, mit immer der Kulisse mehr. Sowieso. Ja, schau es mal bitte. Bombe. Wie gesagt, schreibt es irgendwas in die Kommentare von der Gegend, Wolaya See, Karnische Alpen, was ihr da erfahren habt, was ihr so wisst. Ist sicher eine coole Sache. Die Touren gehen auf Ride und Komoot jetzt aus. Ich habe jetzt ja eine Kooperation mit Ride.
Und da geht einiges jetzt raus, also die nehmen das richtig ernst und taugt mir voll. In Summe sind es ungefähr 500 Touren, was nicht veröffentlicht sind noch, gerade in die Gegenden da, also da kommt noch einiges. So, von da unten sind wir gekommen, bei der Hütte vorbei. Und so schaut es bei uns jetzt aus. Es ist unvorstellbar, seht ihr da oben, alles die Stellungen noch von damals. Wie krass, die haben da einfach den ganzen Berg durchlöchert, das sieht man jetzt auf der GoPro nicht. Da hinten in der Felswand drin haben so, würde man sagen, Beobachtungsstützpunkte, die ganz kleine. Ja, genau. Wahnsinn einfach. Alles einbetoniert. Einfach heftig. Grausame Zeit. Da oben sieht man ein bisschen was. Und da geht es jetzt für uns rauf. Ich finde es halt krass, wenn man denkt, das Ganze ist 100 Jahre her. Und im Prinzip damals war es halt natürlich für das Vaterland und für die Ehre ein Kriegszeug und so. Aber wenn man denkt, jetzt 100 Jahre später, was jetzt die Welt beschäftigt, ist es einfach so heftig, um was das geht, oder? Ja. Und Grenzen, man hat es in Corona gesehen, waren immer schon ein heißes Thema. Also scheinbar Grenzen sind immer etwas, wo man sagt, muss gemacht werden, muss nicht gemacht werden. Finde ich ja total interessant, warum das immer noch so ist. Aber ja, das ist großpolitisch, da können wir wenig entscheiden. Wow, schau, es hängt das bitte an. Ja, Wahnsinn. Keine Worte da, die sagen Wahnsinn. Echt keine Worte, der Wolaiasee. Mit dem Licht gerade. Ja, unbeschreiblich. Einfach unbeschreiblich, ja. Mit dem massiven Berg da. Wow, schau, das kann cool sein.
eine Bank reinhocken. Ich kann dort das Zeug fotografieren, dass wir zusammen für die Nachwelt in 200 Jahren kommen, sie es noch anschauen. Boah, der Trail war bis jetzt echt wachs. Ja. Boah, also das war echt ein Monster. Wow. S3, S4, man ist dann durch, nach so 1000 Höhenmeter, man ist echt eliminiert. Gell? Also, es waren jetzt genau 1000 bis daher, man ist echt genagelt. Ja. Und jetzt haben wir uns da einen Kaffee bestellt und ein Kaltgetränk. Ja, und da sitzen wir jetzt. Und total locker Zucker, ganz allein. Nein. Und gemütlich im Schatten. Fein. So, dann zischen wir mal. Ja, Prost. Prost, dass die Kugel nicht verrost. Boah. Ja, der tut schon schlürfen, der. So, jetzt geht's ab zum Baden. Wir sind weiter nach Richtung Dolmetscher gefahren. Ja. Wieder mal besser umgesagt. Genau, wieder mal besser umgesagt. Wir können es ja super spontan machen mit dem Auto. Und da darf man nicht jammern. Sehr, sehr schön. Da hinten noch weiter. Passt! Aber noch ein bisschen warten, okay. Ich muss mir erst umziehen. Dann geht's rein. Ich bin immer die Schnörne, gell? So, Ende gut, alles gut. Auf jeden Fall seht ihr da unsere Außenküche. Da ist die Vicky schon brav beim Kochen. Da gibt es Nudeln, ein bisschen Hirtenkäse dazu. Das Wasser kocht auch bald. Genau. Da ist unsere Aussicht draußen. Echt eine ganz gemütliche Geschichte. Und ja, da vorne ist unser Boot. Das hat eh schon einlassen, kann er nutzen. Genau. Und da ist unser Schlafplatz, da trocken wir alles auf. In Summe war es echt eine coole Tour. Hart, aber fordernd. Ja. Also war echt super. Cool. Wenn ihr es aus der Gegend wisst, euch in die Kommentare. Gar nicht wissen, dass am Wolaiersee so stark befestigt war. Echt krass. Wie gesagt, ich war da als Kind, aber gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Ja. Und dann gibt es eh nichts mehr zu sagen, oder? Nein, genau. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal, oder? Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Pfiat euch. Ciao.